Also nach meiner Karriere hat sich das Radfahren insofern verändert, dass ich nicht mehr so schnell unterwegs bin. Mir fehlt einfach logischerweise das Training. Aber ich muss sagen, ich genieße es heute eigentlich fast noch mehr wie damals, weil ich muss nicht mehr jeden Tag, man kennt es wahrscheinlich, wenn ich jeden Tag was machen muss, dann wird es nicht mehr lustig, ist nicht mehr lustig und jetzt kann ich mir die Tage aussuchen und paradoxerweise fahre ich heute sogar gerne auch im Regen, was ich damals nie gemacht habe. Also von daher Luxus, um mein Rad zu fahren und ja, und damit noch Geld zu verdienen. Also heutzutage fahre ich natürlich nicht mehr regelmäßig, sondern eigentlich so, wie es mir letztendlich gerade passt oder wie ich es brauche. Und wende natürlich mehr, wenn ich Events habe und natürlich, wenn das Wetter stimmt. Und hier, wo ich wohne, im Schwarzwald, wo ich jetzt schon seit ja, gut 25 Jahren bin, muss ich ehrlich sagen, genieße ich einfach die Möglichkeiten, ob Straße, ob Gelände. Du hast hier irgendwo die Natur so pur, also das ist natürlich sehr schön und ich komme aus Berlin und deswegen, klar, ist das natürlich totaler Kontrast hier, aber bin hängen geblieben, also gefällt mir. Was mir heute beim Radfahren irgendwie am meisten Spaß macht, ist einfach die Möglichkeit, du kannst einfach dich zu Hause anziehen, Tür auf, Fahrrad raus und du fährst, egal in welche Richtung. Bei mir heute im Schwarzwald natürlich optimal, weil ich kann sagen, entweder fahre ich Straße wunderbar, bei mir St. Peter, St. Mergen, schöne Bergstrecken, oder ich fahre in Richtung Kandel bei mir mit dem Mountainbike, was auch extrem toll ist. Ich erreiche gerade auch mit dem E-Bike Strecken, die ich zu meiner aktiven Profizeit noch nicht mehr gesehen habe, weil ich da nicht hingekommen wäre normalerweise. Also von daher entdecke ich jetzt gerade meine Zeit wieder neu. Für mich ist eigentlich so das beste Mountainbike-Gebiet, sagen wir jetzt hier in Deutschland gesehen, hier schon der Schwarzwald. Weil du eigentlich hochfahren kannst bis auf 1400 Meter und kannst im Prinzip eigentlich alles fahren. Es ist vielleicht nicht alles erlaubt, aber du hast jedenfalls sehr viele Möglichkeiten und du hast halt auch viel Ruhe. Und wenn man clever fährt, dann kann man auch den Wanderern aus dem Weg gehen. Das muss ja auch nicht unbedingt sein, dass ich am Sonntagvormittag mit dem Mountainbike da fahre, wo die meisten spazieren gehen. Das sind ja Sachen, die unnötig sind, obwohl einige Leute haben halt auch nur am Wochenende die Möglichkeit, Rad zu fahren. Von daher muss man da auch wiederum sagen, muss man auch die auch Rücksicht nehmen und auch verstehen und tolerieren. Klar, Mountainbike ist eine Sportart, die später gekommen ist, aber das heißt nicht, dass man irgendwie weniger Berechtigung hat, damit seinen Sport zu betreiben. Also von daher auch für euch Wanderer halt auch Rücksicht auf die Radfahrer nehmen. Aber logischerweise sind wir als Radfahrer natürlich mehr gefordert, weil wir mit einer höheren Geschwindigkeit logischerweise fahren und da natürlich anders reagieren müssen und vorausschauend fahren müssen. Das ist natürlich sehr wichtig.